Du meinst den Gefangenen, der noch auf der Spaniola ist? Ja. Ich weiß, wie wichtig dir der alte Silva war. Und ich weiß auch, wen du in ihm gesehen hast. Lloyd, ich werde immer für dich da sein. Aber deinen Vater kann ich dir nicht ersetzen. Es wird Zeit für dich, jemandem Lebwohl zu sagen. Schön, dich nochmal zu sehen, Lloyd. Hallo, Dad. Es tut gut zu hören, dass du mich noch so nennst. Ich weiß, ich bin dir kein guter Vater gewesen. Du warst nicht da, wenn ich dich gebraucht habe. Ja. Ich habe es einfach nicht geschafft, das Leben zu leben, das ich mir mal erträumt hatte. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich bin stolz darauf, einen Sohn wie dich zu haben. Leute, du hast das Zeug dazu, es besser zu machen. Nun, Jim, was soll jetzt aus dem alten Silva werden? Du musst es entscheiden. Ich schenke euch die Freiheit. Nehmt eines der Beiboote und sucht euer Glück. Fischbrater. Hi ho, mein Junge! Ich wünsche dir immer guten Wind und zwei Handbreiten Wasser unterm Kiel. Vergiss den alten Schiffskoch nicht. Irgendwann werden wir dich wiedersehen. Der alte Flint und ich. Dies ist der Beginn meines Abenteuers. Das Leben an der Seite meines Stiefvaters, Robert Louis Stevenson. Am 28. Juni des Jahres 1888 stachen wir in See. 3 Jahre lang kreuzten wir rund um den Erdball, bevor wir uns auf der Insel Samoa, mitten im Pazifik, endgültig niederließen. Bereits im Alter von 44 Jahren starb Louis an einer Krankheit, gegen die er sein ganzes Leben lang ankämpfen musste. Das Volk der Samoaner nennt Louis bis heute Tutsitala, den Geschichtenerzähler. Trotz all der Schiffsmeilen, die er im Laufe seines Lebens zurückgelegt hat, glaube ich, dass er die wirkliche Freiheit immer nur im Schreiben gefunden hat, in dem Reich seiner unerschöpflichen Fantasie. Wie lautet euer Befehl, Captain Hawkins? Volle Fahrt voraus in Richtung Südsee. Leinen los, Bones! Aye, Captain! Gaffeln und Bäume ächzen, wo riesige Marschströme lechzen, wo keine Möwen mehr krächzen, da sind wir daheim. Wir träumen von goldenen Schätzen, von paradiesischen Plätzen, doch heute Nacht fliegen die Fälle. Let's go!